Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. Bist du stark, so lebst du. Zeigst du jedoch Schwäche, stirbst du. Und darum ist es einfach richtig, stärker zu sein als die anderen. Es gibt nichts, was ein Mann fürchten muss, der sich auf seine Stärke verlassen kann. Er wird alle anderen verbrennen. Ich weiß nicht, in welcher Beziehung du zu Aoshi stehst. Doch willst du diesen Weg gehen, so wird die Gefahr immer deine Begleiterin sein. Sich aus eigener Kraft das zu erkämpfen, was man will, das macht die wahre Tüchtigkeit eines Mannes aus. 50 Menschen, da klingt selbst bei mir die Aufregung recht langsam an. Es heißt, dass er, wo immer er sich auch bewegt, eine Spur des Todes hinterlässt. Also irgendwie verstehe ich das jetzt nicht so recht. Naja, egal. Ich glaube, ich muss das auch nicht verstehen. Unsere Schwerter sind also sozusagen Brüder. Doch mein Schwert wurde von Shaku mit dem Willen geschärft, es zu einer tödlichen Waffe zu machen. So, jetzt wirst du mir nicht mehr entkommen, mein kleiner Batosei. Ich habe kein Interesse an Geld oder an einem Titel. Das Einzige, was ich will, ist ein Leben, Shishio. Ich werde mich dir stellen. Lass uns kämpfen, bis wir zufrieden sind. Doch selbst wenn dies eine Welt der Falschheit ist, es gibt Menschen, die friedlich in ihr leben. Ich kann nicht zulassen, dass die Schreie dieser Unschuldigen auch in dieser neuen Zeit erklingen. Nein! Verglichen damit ist dein Schwert, das nicht tötet, wie auch die sogenannte neue Zeit, nur ein Produkt völliger Verwirrtheit. Es gibt bei diesem Kampf weder einen Sieger noch einen Verlierer. Los, zeig es mir. Zeig mir dein wahres Ich. So wie ich die Lage sehe, trägt der Bursche keine Waffe. Und im waffenlosen Zweikampf bin ich Spezialist. Schwerter wurden geschaffen, um Menschen zu töten. Wenn du mich aufhalten willst, musst du deine Klinge umdrehen und wieder zum Batosai werden, Kenshin. Dein von Flammen verzerrter Körper keucht vor Schmerzen. Bist du stark, lebst du. Bist du schwach, stirbst du. Ich werde die Sache zwischen uns nun entscheiden. Durch deine Schuld habe ich meine Kameraden verloren. Nicht nur das Sakabato ist Kimura zu Bruch gegangen, sondern auch seine Überzeugung. Es wäre unverantwortlich von mir, dich noch weiter darin zu verwickeln.